So, und damit herzlich willkommen zu einem kleinen Event-Stream heute am Donnerstag, dem 9.3.2023. Ich bin etwas spät dran, weil eigentlich 23 Uhr ging schon die Direct los. Allerdings ging es bei mir nicht früher, deswegen fangen wir jetzt rund 10 Minuten später an. Eigentlich ist wahrscheinlich schon die Sache gelaufen. Die meisten haben sich das bestimmt jetzt live auch schon bei Nintendo angeschaut, aber die, die jetzt noch wollen, können auch jetzt bei mir noch mitzugucken. Weil wir machen jetzt eine kleine Live-Reaction, nicht Direction. Entschuldigung. Ja, und genau, wir werden dann jetzt auch gleich loslegen. Ich werde jetzt noch kurz die Musik wieder ausschalten. Und hoffen, dass hier auch das Doc wieder richtig mitspielt. Das wäre nämlich sehr schön. Wir haben immer noch das kleine Doc-Problem, aber ja. So, ich werde jetzt die Aufnahme auch starten, weil ich werde das aufnehmen. Und ja, ihr werdet ja dann den Musik, also sozusagen mal den Ton dann ja in der ja, Wiedergabe dann auch nicht hören können, weil ich das rausgenommen habe, weil ich habe keine Lust auf einen Copyright Strike. Deswegen, ja. Müssen wir das halt so machen. Ich nehme es aber trotzdem auf für später mal. Genau. Die Aufnahme ist gestartet und wir beginnen mit der Live-Direction vom Super Mario Bros. Film. Und gleich geht's los. Und ich begrüße noch Monte Trink im Stream. Hey! Ich werde mir den auf alle Fälle auch angucken. So. Hallo. Die Trailer waren Bombe, ja. Das stimmt. Ach so, 10. März ist Mario Day. Oh, 600 Leute. Ist der Wahnsinn. Ist schon der Wahnsinn. 600 Leute an einem Film. Na gut, es gibt auch Filme, die noch mehr Leute haben, aber trotzdem. Passt eigentlich der Ton, Leute?
Ton ist gut, sehr schön. Dann drehe an, los geht's. Das weiß ich auch nicht. Okay. Die gehen mit Feuerblume. Lol. Der Trailer. Sorry. Sorry für die Lags. Ist schon ziemlich stark. Joa.
So. Schalten wir das mal wieder so um. Genau. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat der Trailer sehr gut gefallen. Machen wir es mal wieder ein bisschen Musik. Ich wollte nochmal gucken, ob sie das jetzt schon hochgeladen haben. Nö. Zumindest noch nicht hier auf Deutsch. Dann müssen wir hier uns mit der Stream-Variante begnügen. Machen wir einen langsamen Modus an. Also hier quatschen die noch. So, erstmal ganz zurück. Hier sieht man erstmal Bowser's Castle in dem Film, was ziemlich episch aussieht. Und die Lava-Textur, ey, die ist geil. Die ist geil. Hier ist ein Koopa. Hier kommt Luigi, hier sind die Pinguine. Da ist Lava. Warum ist da ein blauer Luma? Da ist der König von den Pinguinen. Sehen wir denn hier noch? Das mal hier ein bisschen groß machen wieder. Pinguine, Pinguine, Pinguine. Hauptsächlich Pinguine. Hier oben sind auch ein paar Goombas. Weiß nicht, ob die aufpassen sollen oder was die hier von der Funktion besitzen. Fledermäuse, Piranha-Pflanzen, wahnsinnig viele unterschiedliche Koopas. Mann, ich wollte gerne den Frame davor haben. Man erkennt halt leider nicht sehr viel. Ist zu unscharf. Ja gut, wir haben auch nur noch 480p, warum auch immer. Ein bisschen besser, aber der Blur ist halt so, ja. Das sind auch die Big Boys. Ist das da hinten? Versuchen wir mal näher ranzugehen. Mit Windows und Zoom. Weiß nicht, seht ihr das? Nein. Hier haben wir mal ein schönes Bild vom Pinguinkönig. Nochmal. Irgendwie ist bei mir gerade hier ein bisschen
zusammenlecken. Machen wir hier alles aus, was hier noch so im Hintergrund läuft. Damit wir nicht mehr so einen Deck haben. Ja. Ich hoffe mal, jetzt geht's wieder. Mann, das soll doch einfach mal anhalten, wenn ich drücke. Das ist aber heute auch wieder schwierig. Vor allem bei so einem. Jetzt haben wir erstmal das Bild hier nochmal in schön groß. Das ist sehr schön. Krabbeck, einfach nur so witzig. Krabbeck ist einfach nur so groß wie das eine Bein von Bowser. Nicht mal kleiner. Sieht halt auch schon ziemlich krass aus. Also immer die Helme und diese komisch, hier diese Marken da von Bowser, die da drauf kleben. Augenklappen. Speere, Messer. Dann Pilze mit Augen. Kleine Starrys. Die kommen einfach hier so wumm aus mit so einer Wolke so blum. Hier ist der Königspalast. Unten sind die ganzen. Nee, hier unten ist Wald. Irgendwo muss ja auch die Stadt sein. Was ist denn die Stadt? Keine Ahnung. Stadt ist wieder weg. Wo sind sie alle? Ja. Oder sie bekommen alle einen Schreck. Nee, so, ja. Hammer Bruder haben wir hier im Big Pro. Haben wir hier. Die kommen alle raus und runter gekugelt. Shy Guy und Sniffer. Auch ein sehr schönes Bild hier. Ich muss das so machen. Ist so mehr? Ja, teilweise. Jetzt sieht man auf alle Fälle Mario, Peach und Todd. Was ist in der Wüste von Mario Odyssey? Keine Ahnung, wer da die ganzen Pyramiden auf den Kopf gedreht hat. Mario hat einen Pilz. DK hat eine Feuerblume auf einmal. Mario Blum wird größer.
16. Irgendeine komische Technik. Sieht sehr nach Odyssey aus. So ein Odyssey-Mischmasch. Aber mit den hier mit solchen Rädern hier wie in Mario 3D World. Und dann halt auf einmal Karts. Warum auch immer. Und die Rainbow Road. Die kann, die sehen schon ziemlich fett aus. Mit Raketen. Und Mario hat gar keine Chance, es wird leider abgeschossen. Und kabelt sich ein weiteres Grad. Und zerstört alles. Ist schon ziemlich krass. Jetzt will ich mir das nochmal ganz normal angucken. So. Dann müssen wir uns noch mal an und im Vollbild, dann mache ich das hier wieder an. Nein, nicht das. Das war das falsche Vollbild.